Herzlich willkommen zu einer Vorlesung in Ingenieurinformatik. Heute ist das Thema Schleifen in Java. Wir haben ja im Struktogramm schon drei Arten von Schleifen kennengelernt. Gut, vier mit der Endlosschleife, aber drei, die wir interessant finden. Und die gibt es natürlich in Java auch. Eine kennen wir schon. Beim GGT haben wir die While-Schleife, also die Pre-Check-Loop schon benutzt. Aber jetzt schauen wir uns das mal ein bisschen strukturierter an. Fangen wir an mit der Zählschleife. Bei der Zählschleife war es so, man konnte irgendwo starten im Struktogramm. Dann gab es eine Zahl, bis zu der gezählt wurde und eine Schrittweite. So ähnlich ist es in Java auch. In Java ist die Zählschleife hier mit diesem for. Und dann gibt es hier hinten den sogenannten Schleifenkörper. Also das, was hier zwischen diesen beiden Schweifklammern steht, das wird immer wiederholt. Und hier oben im Schleifenkopf, da zwischen diesen beiden runden Klammern, da gibt es drei Blöcke. Ja, sind durch Semikolons getrennt. Sie sehen es hier, da. Das erste ist der Initialisierungsblock. Der wird immer ausgeführt, wenn die Schleife das erste Mal durchlaufen wird. Dann gibt es die Bedingung. Die wird immer geprüft, bevor die Schleife durchlaufen wird. Und dann gibt es den Schritt. Ja, immer wenn die Schleife durchlaufen ist, wird dieser Schritt ausgeführt, dann wird geprüft und dann wird geschaut, ob die Schleife nochmal ausgeführt wird. Ich habe hier unten mal ein Beispiel hingeschrieben. Also hier, Vorschleife, geht also los. Das hier ist der Schleifenkörper, also das, was hier drin steht, würde jetzt immer wieder ausgeführt. Und hier vorne in dem ersten Block, in der Initialisierung, steht jetzt int i gleich 0. Also das i ist eine neue Variable, die führen wir gerade ein. Sie sei vom Typ int und der Wert, den sie am Anfang hat, ist eine 0. Ne? Machen wir gleich eine Zuweisung, geht also alles in einem. Und dann kommt das Semikolon, das ist die Initialisierung. Dann eine Bedingung, das ist die Abbruchbedingung. Also wenn solange diese Bedingung gilt, wird die Schleife ausgeführt. Gut, und hier hinten, das ist der Schritt, da steht i plus gleich 2. Das ist im Prinzip eine Abkürzung für i gleich i plus 2. Das ist die Schrittweite. So, wenn jetzt also das Programm ausgeführt wird, dann wird hier also einmal für i gleich 0 ausgeführt. Also i gleich 0 ist das erste Mal, i ist kleiner als 10. Der Schritt wird nicht ausgeführt beim ersten Mal und dann springt er in die Schleife rein. Dann 2, ist klar, ne, er kommt aus der Schleife unten raus, macht den Schritt, also 0 plus 2 ist 2, und das Ganze ist immer noch kleiner als 10, i ist kleiner als 10, also 2. Das gleiche mit 4, das gleiche mit 6, das gleiche mit 8. Wenn er dann hier unten rauskommt und hier oben 8 plus 2 ausführt, dann ist i ja gleich 10, ne, i ist also nicht mehr kleiner als 10, und dann springt er hier unten aus der Schleife raus. Das ist die Zählschleife in Java. Gut, dann hat man noch die Pre-Check-Loop. Das ist ja im Prinzip die, die wir im GGT-Fall schon benutzt haben. Also erstmal prüfen, ob die beiden Zahlen gleich sind. Wenn sie gleich sind, dann hören wir auf. Also, da haben wir gesagt, wir haben so ein While. Dann in diesen runden Klammern gibt es die Loop Condition. Also das ist die Bedingung. Solange diese Bedingung wahr ist, wird die Schleife ausgeführt. Also alles, was zwischen diesen beiden geschweiften Klammern steht, da können Sie jetzt ganz normal alles Mögliche reinschreiben, was Sie wollen. Ich habe das jetzt mal hier mit einem extra Boolean gemacht, weil was hier zwischen steht, das muss im Prinzip immer zu einem Boolean ausgewertet werden. Wenn da steht x gleich 5, dann ist es ja auch entweder wahr oder falsch, ist also auch ein Boolean. Da steht jetzt bei uns diese Loop Condition drin und die ist true. Dann wird hier irgendwas gemacht, in dem Fall wird was ausgegeben. Und wenn jetzt diese Loop Condition nicht mehr true ist, wenn die irgendwie verändert wird, dann springt er hinten aus der Schleife raus und dann würde er in diesem Fall hier das hier ausführen. Gut, wo es eine Pre-Check-Loop gibt, gibt es auch eine Post-Check-Loop. Die sieht auch wieder so ähnlich aus. Ich habe jetzt hier mal wieder eine Condition reingemacht als Boolean. Das ist unsere Abbruchbedingung. Und die steht, das passt ja ganz gut zum Thema Post-Check, die steht jetzt unter dem eigentlichen Schleifenkörper. Also hier zwischen diesen beiden geschweiften Klammern, das ist das, was ausgeführt wird. Eingeleitet wird das Ganze mit einem Do. Also mache das, was hier zwischen steht, so lange, dass hier wahr ist. Hier können Sie jetzt reinschreiben x gleich 3. Ja, dann macht er das so lange, bis x irgendwann mal 3 ist. Oder Sie schreiben rein x kleiner 3. Dann macht das halt so lange x kleiner 3 ist. So, und dann springt er halt hier unten wieder raus. In unserem Fall würde er aber dieses in the loop while condition is einmal ausführen. Ne? Das ist ja eine Post-Check-Loop. Das heißt, da wird erst ausgeführt und dann geprüft. Ja, wie in einem guten Actionfilm. Gut, als Übung wollen wir das jetzt mal ausprobieren. Da schreiben Sie mal ein kleines Programm. Da können Sie auch gleich nochmal die
das Anlegen von so einem Projekt im Eclipse üben. Das bereiten Sie dann mal bitte bis zum Plenum so weit vor, dass wir das dann besprechen können. Und zwar die Summe von K über von K1 bis 10 und ergeben Sie das Ergebnis auf der Konsole aus. Das System Outprintlern, das haben wir ja schon mal gemacht. Als kleine Erweiterung machen Sie dann nochmal ein Projekt Summe K plus 1. Da packen Sie jetzt das gleiche Programm rein und passen das mal so an, dass er jetzt nicht die Summe von K1 bis 10 ausrechnet, sondern die Summe von K1 bis 10 K plus 1 zum Quadrat. Und als Hausaufgabe schreiben Sie dann mal eine Java-Methode, die die Fakultät einer Zahl berechnet. Eine Methode allein ist ja langweilig, Sie müssen, wollen das ja auch prüfen. Also als Hausaufgabe reichen Sie ein Hauptprogramm ein, was erst eine Zahl einliest, dann die Methode aufruft, die Fakultät ausrechnet und dann die Fakultät auf der Konsole ausgibt. Das werden wir dann auch schon mal im Plenum anfangen zu besprechen, wie das aussehen muss. Und dann denke ich mal, kriegen Sie das auch während der Übungszeit fertig. Gut, damit danke ich mich bis hierhin für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen viel Erfolg.